Meine lieben Schwestern, meine lieben Brüder, hier scheint etwas gründlich schiefgegangen zu sein. So eine schöne Berufungsgeschichte. Da muss nicht einer erst wach gemacht werden, dem muss man nicht zuerst Gott weiß was erzählen oder beibringen, sondern wir können annehmen, dass dieser Mann, der vor Jesus auf die Knie geht und ihn fragt, was er denn nun tun soll, damit sich sein ganzes Leben auf das ewige Leben hin ausrichtet, dass er die Szene vorher auch erlebt hat, wie Jesus ein Kind in die Mitte stellt und sagt, vor allen Dingen zuerst zu seinen Jüngern, so wie dieses Kind müsst ihr sein, damit ihr das Reich Gottes überhaupt versteht und annehmen könnt. Das beeindruckt diesen jungen Mann offenbar. Und er geht zu Jesus, ohne dass er gerufen ist, fällt vor ihm auf die Knie und sagt, hier bin ich. Was muss ich denn tun? Das ist etwas Großartiges. Kommt sehr selten vor, aber kommt vor. Und trotzdem geht es gründlich schief. Es klappt nicht. Etwas anderes kommt noch hinzu, was eine wunderbare Voraussetzung ist. Offenbar gibt es beiderseitige Sympathie. Es gibt eine hohe Attraktion auf Seiten dieses Mannes, der von diesem Jesus fasziniert ist, von dem, was er sagt, wie er sich verhält, was er tut. Und der Evangelist Markus berichtet uns, dass Jesus einen Blick der Liebe auf diesem Suchenden und Fragenden ruhen lässt. Also das ist kein Blick, der sagt, na jetzt gucken wir mal, wie das Kerlchen tickt. Schauen wir mal, ob der auch, wenn wir das Stöckchen höher legen, ob er drüber springt. Sondern eine wirklich tiefe Bewegung des Herzens liegt hier auf beiden Seiten zugrunde. Und trotzdem, am Ende gehen sie auseinander und möglicherweise sind beide traurig. Aber es funktioniert nicht. Es würde mich interessieren, ob heute in Rom dieses Evangelium bei der großen Heiligsprechung auf dem Petersplatz, ob man auch dieses Evangelium liest. Das könnte ein interessanter Beitrag zur Jugendsynode sein. Denn das ist ja das, worüber wir uns ständig beklagen, dass Berufungen nicht funktionieren. Ich glaube nicht, dass es heute weniger junge Menschen gibt, die für das Evangelium begeistert sein könnten, aber es klappt einfach nicht. Was sagt uns das Evangelium, liebe Schwestern und Brüder? Weshalb es nicht klappt? Und woraus wir vielleicht lernen könnten? Einer der Väter schreibt im Blick auf dieses Evangelium, und das ist eine schöne Beobachtung, einen schönen Kommentar, den er schreibt, ich bewundere diesen jungen Mann, der da kommt. Ich bewundere ihn, so sagt es Theophylakt. Ich bewundere ihn. Wie der einfach ohne lange rechts und links zu schauen, da nach vorne geht, sich vor Jesus stellt und sagt, jetzt sag mir, was ich tun muss. Da haben wir einen vor uns, wie viele junge Menschen, idealistisch, voller Energie, voll guten Willens, sag mir, was ich tun muss. Das ist eine der ältesten Bewegungen im Christentum, liebe Schwestern und Brüder. Wenige Generationen später wird man in die Wüste hinausziehen, zu den Mönchen und zu ihnen sagen, Vater, sag mir ein Wort. Eine unglaubliche Bereitschaft, die man, wie wir das heute im Kirchenjargon sagen, wertschätzen müsste. Das ist viel wert. Diejenigen, die nicht kommen, die kriegen wir auch durch Synodenbeschlüsse nicht wachgekitzelt. Das hängt mit dem zusammen, was wir vielleicht später beobachten müssen. Weshalb es hier nicht funktioniert, ist, weil bei aller Bereitschaft, bei aller Energie, bei allem jugendlichen Drang und bei allem guten Willen etwas Riesiges dazwischen steht. In diesem Fall ist es das Vermögen dieses Mannes. Das muss nicht immer Vermögen sein. Aber in diesem Fall ist es so. Wir erinnern uns vielleicht an Worte, die Jesus an anderer Stelle sagt. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Machen wir einen kleinen Schnitt. Sie können sich ja mal fragen, wann Sie beim letzten Mal zu Hause zusammensaßen oder in der sogenannten Familie, was immer das dann heute ist, ein Gespräch hatten, worüber dieses Gespräch ging. Es ging nicht zufällig um Geld,
oder sowas. Wenn nicht, wunderbar, da sind Sie jetzt fein raus. Aber worauf ich hinaus will, ist, dass ganz oft unser Reden, unser Denken, unser Überlegen, unser Sorgen sich genau darum dreht. Geld klebt und macht uns selber klebrig, weil es die Eigenschaft hat, unsere ganze Fantasie, unsere Kraft, unsere Energie, auch unseren jugendlichen Idealismus, den wir uns vielleicht an der einen oder anderen Stelle bewahrt haben, auch in zunehmendem Alter, in Beschlag nimmt. Und deshalb warnt Jesus genau davor, weil das die gleiche Eigenschaft ist, positiv, wie Gott auf uns Anspruch erhebt. Wir können Gott nicht mit seinem Anspruch in ein kleines Sonntagsvitrinchen schließen und lüften es sonntags morgens ein bisschen, dann nehmen wir es heraus und dann machen wir es schön, wir polieren es hinterher und dann kommt es für den Rest der Woche weg. Das ist nicht Gott, das ist ein Götze. Das ist nicht der Gott, den wir anbeten, liebe Schwestern und Brüder, nach dem wir unser Leben ausrichten sollen. Gott hat Anspruch auf alles in unserem Leben. Und ich lasse mir gerne einreden, wir müssen unsere Sexualmoral, das ist immer ein super Beispiel, modernisieren. Aber Gott hat auch Anspruch darauf, auf unsere Rechenschaft davor, dass wir sie so leben, wie es seinem Plan vom Menschen entspricht. Punkt. Wer will in Rom oder in Trier oder sonst irgendwo hingehen und den lieben Gott modernisieren? Den möchte ich gerne sehen. Es gibt einen Anspruch Gottes, der sich manifestiert in seinem Wort. Und das haben wir im Hebräerbrief eben gehört. Es gibt Verkrustungen und Verklebungen, die dieses Wort nicht bis zu uns durchdringen lassen. Weshalb Berufungen scheitern. Einmal heißt diese Verkrustung Geld. Dann heißt die manchmal Bett oder Bequemlichkeit oder Ablenkung. Es heißt dann soziale Medien, toll, 3000 Freunde auf Facebook, muss man erstmal alle bedienen, dass man alles schreiben muss, dass man wochenlang beschäftigt. Das ist großartig. Da kann unmöglich eine Botschaft von, was wir Wort Gottes nennen, ein Wort Jesu, da kann doch nicht einmal die Frage auftauchen, was muss ich tun, damit mein Leben wirklich gelingen kann, damit es ausgerichtet ist. Das ist ausgeschlossen. Und viele andere Dinge. Komfortzone ist auch sowas. Ich meine, wir haben im Evangelium dieses wunderbare Beispiel, dass Petrus Morgenluft wittert. Hier, die Berufung geht daneben. Und dann sieht Petrus plötzlich, ja, aber hier, wir. Wir haben die ganze Sippschaft da am See Genezareth zurückgelassen. Wir laufen jetzt hier mit dir schon 3 Jahre durch die Landschaft. Und was mit uns? Guck mal, wir haben das geschafft. Wir haben dazugehört. Wir kennen ja die ganze Geschichte. Ja, aber Jesus nimmt das ernst. Er nimmt diese Jünger, die manchmal so schwerfällig sind und manchmal auch bequem sind, aber die immerhin mitgehen. Er nimmt sie ernst und er nimmt sie weiter mit. Und er sagt, ja, euer Leben hat eine Richtung bekommen. Wenn ihr euch aus diesen Komfortzonen, wie immer sie heißen, herausarbeitet, Schritt für Schritt, das geht nicht auf einmal. Man sollte nicht denken, toll, die ins Kloster gegangen sind oder ins Priesterseminar oder einer geistlichen Gemeinschaft angehören, boah, die sind fein raus, die haben es geschafft. Die haben diesen Schritt getan, ja. Sie sind herzlich eingeladen in Klöster und Seminarien. Das ist so ähnlich, was wir das Evangelium, das wir letzte Woche gehört haben. Und wenn ein Dämon ausgetrieben ist und er findet das Haus gesäubert, dann bringt er anschließend, wenn er keinen Platz findet, noch 7 andere mit und zieht in dieses selbe Haus ein. So ist das manchmal auch bei diesen Einrichtungen. Also wir alle sind gerufen, dieses Wort ernst zu nehmen, uns treffen zu lassen, dass diese Frage in uns wach wird. Was muss ich tun? Was kann ich tun? Wo ist meine Komfortzone? Wo bin ich in meinem Leben so verklebt und verkrustet, dass dieses Wort, dieser Anspruch mich gar nicht mehr erreicht? Ich weiß, wir können jetzt nicht alle nach der Messe nach Hause gehen oder vielleicht nach dem Wort des Evangeliums gar nicht mehr nach Hause gehen, sondern sagen, ich lasse jetzt alles hinter mir. Mach einen Strich. Wir sind nicht alle Nikolaus von der Flü. Aber es gibt sicher einen Punkt, mindestens einen,
in jedem Leben, eines und einer jeden von uns, wo wir diese Verkrustung und Verklebung hinter uns lassen müssen, damit überhaupt diese Frage in uns neu wachsen und wach werden kann. Herr, guter Meister, was muss ich tun, damit ich ewiges Leben gewinne? Und vielleicht ist es auch eine Frage, dass wir nicht nur nachdenken, wie kommen wir über die nächsten Jahre, wie zahlen wir unser Häuschen ab oder wie finanzieren wir das nächste Auto, sondern wie gewinnen wir wirklich ewiges Leben? Etwas, das bleibt, das ein Grundwunsch unserer Existenz, etwas zu schaffen, etwas zu wirken, das wirklich bleibt. Nicht etwas, wie Jesus sagt, das der Rost anfrisst oder die Motten zerfressen, sondern das wirklich bleibt. Das ist nicht viel, liebe Schwestern und Brüder, was wir da wirken können. Es geht nur in der Ausrichtung auf dieses Wort hin, von dem der Hebräerbrief uns heute zugerufen hat, dass dieses Wort durchzudringen vermag, tief durchzudringen vermag, auch in unser Leben. Und dass wir genau von diesem Wort und seinem Anspruch einmal gerichtet werden, damit wir dem Willen Gottes entsprechen. Und das heißt, bleibendes, ewiges Leben gewinnen. Das beginnt nicht irgendwann später nach dem Tod. Jetzt gilt es, dieses Wort zu hören, die wichtigen Entscheidungen zu treffen, damit wir nicht die Orientierung verlieren, uns ganz ausrichten in diese Richtung und danach leben.